Na was, was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel. Eine Nuschel, weißt du? Und der Schmäh ist, dass der Erzähler von Schmäh missversteht sich selber. Und durch das wird's erst lustig, ja? Genau wie bei den Witz, weißt du, ich ziehe mir meine Hosen an, obwohl mir Tulpen lieber waren. Verstehst? Nein. Hosen, Rosen, aber Tulpen hätte lieber. Ja, das ist mal super. Ja, Sie sind der Experte, da kann ich jetzt eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Der grote, kranke Mensch braucht da jede Aufheiterung, was er bekommen kann, verstehst? Herr Urning, wir sind auf Sendung. Sag einfach Urning, aber sag mal, wieso machst du die Sendung? Bist du krank? Mein Kollege Heimo Samatala ist durch eine absichtliche Gemeinheit seinerseits für eine folgenschwere Versehrtheit meinerseits verantwortlich. Ich erlege Genugtuung durch eine Wanderung auf dem Rechtsweg. Du willst dem Verklagen, Schmerzensgeld, ne? Es ist durchaus auch möglich, dass ich mir die Nichtteilnahme am Sitzfußballturnier juristisch... Nein, würde ich abraten. Wieso? Nein, weil die meisten Richter sprechen ungerne Urteile. Ja, die wollen Vergleiche, da müssen sie nichts schreiben. Oder der Gesetzgeber? Ja, würde, da vergisst es. Ich rate folgend. Erpress einfach den Samatala, ja, treib ihm in die Enge. Ja, dann, weißt du, wenn einem der Schweizer aufsteigt, dann schließt er vor Gericht einen Vergleich und der ist dann günstig für dich. Ich bin mir nicht. Na, weißt du, mit was du ihm drohen kannst? Ich glaube, er sehnt sich sehr nach der Liebe seiner Mutter. Ja, dann, pass auf, dann drohst du ihm. Drohe ihm, du löscht in sein Hirn mit einem starken Magneten sämtliche Areale, die was bei ihm für die Kindesliebe zuständig sind, also für die Liebe zur Mutter. Ja, die sind dann weg. Glaubt ihr dir das? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ja, nein, dann musst du was anderes machen. Pass auf. Ey, hast du irgendwas anderes, was du da im Radio machen kannst, zum Überbrücken? Ich habe nur die Möglichkeit, live zu Heimo Samatala zu schalten, dessen Stimme ich momentan aber ja, nur sehr ungern. Mach das, weil ich muss ein bisschen nachdenken. Ja. Geh mal. Wenn Sie darauf bestehen. Ja, freilich bestehen. Und bitte, schau dir endlich das Huren-EKG aus, dann wirst du ja deppert, wenn du einen Herzstillstand hast, sehen wir sie. Bitte, Ruhe. Jetzt bin ich schon wieder unterwegs. Es ist mir fast ein bisschen zu anstrengend, weil die Draisine nur mit Muskelkraft funktioniert. Dafür komme ich mir vor wie die Tolton-Brüder aus Lucky Luke, aber ich bin nur einer und gleich groß. Außerdem habe ich gar nichts Unartiges gemacht. Trotzdem hat mich Welt Ahoi aus Hutters weggeschickt. Das Radio Österreich 1 sucht nämlich eine gehobene, aber leistbare Bleibe für seinen Programmchef Alfred Treiber, wenn der 2020 vielleicht in Pension geht. Zum Glück hat Hutters am See so viele Partnerstädte. Im Rathaus ist eine Broschüre von Görlitz aufgelegen. Darin lädt der Ort alte Leute ein, hinzukommen, weil es so schön ruhig ist. Görlitz ist zusammen mit Skorzelek, eine Europastadt ähnlich wie Kapfenberg, aber trotzdem schön, weil es sich durch den Zweiten Weltkrieg nicht so stark verändert hat wie Dresden. Leider liegt es aber trotzdem in der Nähe von Dresden an der sächsisch-polnischen Grenze und der ORF hat sein ganzes Geld für Fußball ausgegeben. Deshalb muss ich jetzt mit der Draisine hinfahren, aber das habe ich eh schon erzählt. Als Gastgeschenk habe ich einen Gong mit dabei, der... Oh, das ist meine Mutter. Ich muss abheben, sonst glaubt sie vielleicht, ich bin tot und schenkt meine ganzen Schlafkugeln her. Vielleicht schalten sie inzwischen um auf Radio Stephansdom. Oh nein, ich habe versehentlich auf Lautsprecher gedrückt. Hallo, Mutti? Herr Professor Emeritus Dr. Albin Beerbeck, bin ich schon zu hören? Ach, du bist es. Man versteht sehr schlecht. Ich habe gesagt, du bist es. Wir sind per Sie, junger Mann. Sie haben aber gesagt, ich soll Vater zu Ihnen sagen. Selbstredend. Aha. Ich liebe dich wie mein eigen Fleisch und Blut. Das ist mir zu kompliziert auf Wiederhören. Emma, da sitzt ein Herr für dich im Wohnzimmer. Verzeihung, das war der neue Freund von meiner Mutti. Er ist alt und verwirrt und außerdem glaube ich, er will die Mutti nur ausnützen, weil er dauernd ihre Schuhe ausborgt und von ihrem Handy telefoniert. So, jetzt geht es aber weiter nach Görlitz an der Lausitzer Neiße, die seit 1945 die Grenze zwischen Deutschland und Polen bildet.
hoffe, ich bin bald da. In der Broschüre ist gestanden, dass Görlitz in den letzten 50 Jahren die Hälfte seiner Bevölkerung verloren hat. Heute wohnen dort ein bisschen über 50.000 Menschen. 1949 waren es noch über 100.000. Weil, so sagt die Broschüre, nach dem Krieg viele Deutsche vom anderen Ufer nach Görlitz gekommen sind. Warum die vielen Homosexuellen wieder ausgewandert sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen der DDR. Ich hoffe, unser Chef will nach seiner Pensionierung trotzdem hinziehen. Oh, meine Mutti ruft noch einmal an, diesmal vom Festnetz. Mutti, ich kann jetzt nicht, ich bin jetzt live auf Sendung. Herr Samadala. Am Apparat? Nagler hier, Ihre Frau Mutter war so zuvorkommend, mir Ihren Apparat zur Verfügung zu stellen. Wer? Nagler hier, Sandro Nagler vom Ortschaftsrat Görlitz. Wir hatten telefoniert wegen des Radiobeitrages. Das stimmt. Was machen Sie bei meiner Mutter am Apparat? Na, guter Mann, wir hätten 9 Uhr vereinbart. Ich wollte mal sehen, wo Sie bleiben und da bin ich mit dem Helikopter rüber nach Hüders. Wir sind live auf Sendung, sagen Sie? Ich brauche noch ein bisschen. Der Kompass ist leider kaputt. Er zeigt immer nach Süden. Auf welchem Sender sind wir? Österreich 1. Oh, das ist ja schön. Im Namen des Ortschaftsrates Görlitz darf ich Sie herzlich einladen, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal rein. Unser Motto, nicht jedes friedliche Städtchen muss ein stilles Örtchen sein. Sie bemerken, bei uns geht es ganz zwanglos zu, an klaren Tagen mit Blick bis zur Schneekoppe. Sagen Sie meiner Mutter einen schönen Gruß. Ja, werde ich gerne ausrichten. Das junge Paar sieht sich im Wohnzimmer gerade ein paar Angebote durch. Was für Angebote? Für einen ruhigen Wohnsitz in einem unserer fast 4000 denkmalgeschützten Bauten aus Spätgotik, Barock, Renaissance, Gründerzeit und Jugendstil, die Görlitz zu Deutschlands größtem Flächendenkmal macht. Aber ist das nicht sehr teuer? Ibo, es ist ja so, dass sich seit der Wende doch recht viele unserer Einwohner im arbeitsfähigen Alter entscheiden, woanders ihr Glück zu suchen. Aber die Bevölkerung hat sich in 50 Jahren halbiert. Schön, schön, aber momentan geht's wieder bergauf. Gott sei Dank, immer mehr rüstige Menschen aus den alten Bundesländern. Alte Bundesländer, verstehen Sie, nur keine falschen Scham, geht schon. Ich weiß nicht. Aber mehr und mehr Rentner bringen sich quasi als Ressource in unsere Gemeinschaft ein. Wieso fühlen sich alte Menschen so wohl in Görlitz? Ich sage immer, bei uns gehen die Uhren anders. Aha. Ja, die Juden haben wir schon 1389 vertrieben, dem Hitler die Ehrenbürgerschaft dafür erst 1990 aberkannt. Wir beugen uns dem Zeitgeist nicht. Das gefällt den älteren Herrschaften sehr gut. Das heißt, der Dienstleistungssektor in Görlitz boomt. Der gewerbliche und der private, ja, ja. Verstehen Sie, alles kann, nichts muss bei uns. Ah. Ja, ja, wir haben nicht nur unsere moderne Justizvollzugsanstalt, sondern auch ein Streichelzoo, die Oldtimer-Show, unsere Jazztage, die Parkeisenbahn und unsere einzigartige Grabkapelle. Wieso einzigartig? Es handelt sich um die besterhaltene Miniaturnachbildung der Heilig-Grab-Kapelle in Jerusalem aus dem 15. Jahrhundert. Das Original ist mittlerweile zerstört. Man kann also fast sagen, das Grab Christi ist in Görlitz. Wow! Leider aber nur fast. Laut einstweiliger Verfügung des zuständigen Amtsgerichts ist das Grab Christi immer noch in Jerusalem, aber wir arbeiten dran. Und wie? Na, indem wir unseren Service Jahr für Jahr optimieren. Wir haben heute schon einen Top-Kreuzweg mit Peterskirche, Garten Gethsemane und Jesus-Bäckerei. Oha! Nee, keine Angst, die Bäckerei heißt nur so. Jesus-Bäckerei, das hat mit der Lehre Jesu von einer von materialistischen Begehrlichkeiten befreiten Liebe nicht das Geringste zu tun. Gott sei Dank. Aber für unsere kulturinteressierten Senioren haben wir natürlich auch ein Riesenangebot. Ein paar junge Leute sind ja doch noch geblieben, Hartz IV sei Dank, und die machen jetzt in unserem Stadttheater avantgardistische Performances, wo sie für unsere neu zugezogenen ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das so ist als armer Mensch, was sie für Gefühle haben, was für Wünsche und Sehnsüchte. Ganz toll, kompromissloses Theater. Im Einzelfall kann im Anschluss an die Veranstaltung sogar gegen geringen Aufpreis mit unseren jungen Schauspielerinnen und Schauspielern in ungestörten Dialog getreten werden.